Ellie lässt es sich seit dem Tod ihres Mannes zum ersten Mal wieder gut gehen. Die 56-jährige Chefin vom Bikertreff hat fast 7 Jahre durchgearbeitet und war am Ende ihrer Kräfte. Eigentlich soll sie abschalten, doch der morgige Neustart beschäftigt die leidenschaftliche Geschäftsfrau. Ich hoffe, dass ich heute Nacht schön schlaf, morgen da ankomme und super bedienen kann, dass alle stolz auf mich sind. Ich hoffe, dass ich nicht kein Fehler mache. Aber you change, you age. Tag 4 und damit Finaltag in Ellies Bikertreff. Der zweite Container mit Müll und Schrott wird abgeholt und die Helfer machen ihre morgendliche Besprechung. Es ist noch viel zu tun bis zum erneuten Testessen, das am Abend perfekt laufen soll. 1, 2, 3, sage ich jetzt mal einfach dabei. Hör mal, Kollege, hier mit 3 Mann vorne oder was? Jungs, schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Noch 6 Stunden bis zum finalen Testessen und der gesamte Laden muss noch eingerichtet werden. Helfer Roger kümmert sich um die neue Biker-Deko. Letzter Tag im Ellies Biker-Treff und ich bin total gespannt, ob das, was ich mir mit der Mannschaft vorgenommen habe, auch wirklich heute realisiert werden kann. Außerdem kommt Ellie aus dem Urlaub, aus dem Wellness-Urlaub. Ja, die wird Augen machen, aber noch keine Stühle da. Ansonsten geht sie. Ach, da sind sie ja. Komm, wir packen zusammen an sofort. Moin. Moin! Sonja hat für 300 Euro neue Stühle organisiert. Frank bezahlt. Sein ganz persönlicher Beitrag zu Ellies Rettung. Jungs, habt ihr super gemacht hier. Nicht nur neue Stühle, auch neues Geschirr soll das Testessen am Abend zum Erfolg führen. Das hat der Sternekoch geliehen. Für große Veranstaltungen kann Ellie das zukünftig auch tun. In der Küche laufen bereits die Vorbereitungen. Buongiorno, ihr Lieben. Ihr seid ja schon dabei. Mein Gott, ich bin nicht hier in Streberhausen oder was? Oder was ist hier los? So ungefähr. Gute Erziehung. Super. So, du hattest eine Hausaufgabe auf. Ja. Wo ist sie? Hier. Zeig mal dem Lehrer. Ellies Bikertreff, Speisekarte. Rheinischer Linseneintopf, Bikersalat, so wie besprochen. Penne, Dings, Schnitzel hinten vorne, Burger, Rumsteak und jetzt. Jawoll! Alter Hauding, Königsberger Klopse, Schweinekrustenbraten. Also ich muss sagen, du machst mir Spaß. Koch Holger hat Frank Rosin nun vollends überzeugt. Die neue Speisekarte für Ellies Bikertreff ist abgenommen und für gut befunden. Ich bin sehr stolz auf euch, aber auch wenn sich jetzt alles schön anfühlt und draußen alles gut aussieht, wir sind noch nicht am Ende. Okay. Weil die Testesser, die um 18 Uhr kommen, die entscheiden. Helga, einmal jetzt noch mal richtig Gas geben. So, und ich guck mal, was Ellie macht. Die muss nämlich gleich auch irgendwann kommen. Und ich bin gespannt, was die sagt. Okay. Die wird Augen machen. Aber richtig. Frank Rosin hat der Chefin Ellie für 2 Tage in den Urlaub geschickt. Die 56-Jährige war nach fast 7 Jahren ohne einen freien Tag am Ende ihrer Kräfte. Meine Prinzessin, kommen Sie aus der Kutsche heraus. Hallöchen, mein Schatz. Wie war's denn? Super, wirklich geil. Ich hab relaxed. Ja? Ey. Guck mal, wie ich aussehe. Spitze siehst du aus. Ja gut, komm, soll ich schon mal ein bisschen was zeigen? Sag schon mal vorher. Nee, nee, ich zeig dir erst mal ein bisschen was, komm. Ellie kann's nicht fassen. Als sie vor 48 Stunden ihren Bikertreff verlassen hat, regierten hier noch Staub, Dreck und Fliegen. Jetzt erstrahlt ihr Restaurant, dank der zahlreichen Helfer, in neuem Glanz. Die verrauchte Rumpelkammer ist Vergangenheit. Jetzt stimmt auch die Deko im Bikertreff. Ellie ist gerührt. All ihre Freunde haben das für sie getan. 2 Tage Knochenarbeit, die sich gelohnt hat. Darf ich dir vorstellen? Der neue Küchenchef von Ellies Bikertreff, Holger. Der neue Mann in ihrer Küche jagt Ellie einen gewaltigen Schrecken ein. Hallo, hallo. Ellie. Holger, was sagst du? Alles super, aber jetzt habe ich da einen Koch stehen, so wie er mir gerade vorgestellt wurde. Aber wie mache ich das finanziell? Also, er arbeitet für ein Grundgehalt
du sagst, wie viele Gäste du jetzt so im Durchschnitt hast. Und alles, was mehr wird, kriegt er pro Gast ein Extra. Also ich kann dir nur sagen, wenn du ihn behalten kannst, tu es, weil was Besseres kann dir nicht passieren. Er kann super kochen. Ellie ist fassungslos vor Freude. Auf die Idee einer Gewinnbeteiligung wäre sie nie gekommen. Darf ich dich mal drücken? Danke. Na dann mal ran an die Buletten. Sie werden heute als Hauptspeise zum zweiten Testessen frisch und nach Holgers Rezept zubereitet. Als Vorspeise steht übrigens ein knackiger Salat mit Garnelen auf dem Programm. Und was gibt's als Nachtisch? Und zum Dessert gibt es frische Waffeln von Helga mit Pflaumenkompott und Vanilleeis. Okay. Der Countdown läuft. Ellie deckt die Tische ein. Doch diesmal sieht das ganz anders aus. Sie hat den Spaß an der Arbeit wiedergefunden und lernt dabei gleich noch ihre Freunde an. Alles wird liebevoll ausgerichtet. Die Küche leitet nun ein absoluter Profi. Holger hat alles im Griff. Die Gäste stehen vor der Tür. Da würde ich sagen, los geht's. Ja, Testessen beginnt. Okay. Es geht um die Existenz von Ellies Biker-Treff. Los geht's, okay. Kommt. Diesmal will Ellie für ihre Testesser alles richtig machen. Sie hat sogar eine Überraschung. Hallo, Name zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Die Testesser sind von den Veränderungen völlig überrascht. Freundlich und sauber wirken nun Tresen und Restaurant. Keine Schmuddeltischdecken vermiesen den Appetit. Alles hat sich verändert, ne? Gegenüber dem letzten Mal. Also, muss ich sagen, sehr, sehr schön gemacht. In der Küche wird jetzt alles selbst gemacht. Vorbei die Zeiten von Tiefkühlkost und Mikrowelleneinsatz. Jetzt macht das Arbeiten Spaß. Frank Rosin ist sichtlich zufrieden. Auch Ellie strotzt vor Selbstvertrauen. Genau mit diesem Glauben an sich selbst machte sie einst Ellies Biker-Treff zum Kultlokal. Heute gibt es das Essen warm. Die neue, frische Vorspeise. Ein bunter Salat mit Senfdressing und Garnelen. Diese werden geschält und entdarmt. Schließlich landen die Schalentiere in heißem Olivenöl mit Knoblauch. Dazu gibt Frank Rosin frische Kräuter wie Schnittlauch. Am Ende noch mit einer Prise Salz und Pfeffer abschmecken und fertig ist die neue Salatkreation. Naja, fast. Die Gambas jetzt 3 Stück sternförmig anrichten. Ja, ihr wisst schon wie. Es läuft wie am Schnürchen. Die Vorspeise sieht lecker aus. Das Timing ist perfekt. Ellie, yo, wir können. Ellie ist wie verwandelt. Alles geht ihr mühelos von der Hand. Die Gäste scheinen zufrieden. Hat wie so ein Traum geschmeckt. War super lecker und kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Eine Currywurst finde ich nicht als ersten Gang, aber der Salat war sehr, sehr lecker. Welch ein Unterschied. Statt trockenem Brötchen und aufgetauter Currywurst, jetzt ein frischer Salat. Hallo ihr Lieben, der Hauptgang kann. Okay. Wir sind fertig mit dem Salat. Okay, super. Alles klar. Super. Los geht's. Ein eingespieltes Team, als wenn es immer so gewesen wäre. Gemeinsam wird der Hauptgang angerichtet. Und wie fühlt sich das an, Chef? Wunderbar, gefällt mir. Sieht sehr gut aus, das Essen, was wir produziert haben. Und ich setze jetzt auch voraus, dass es den Gästen schmeckt. Spaßvogel. Was ist jetzt hier? Ellie bringt die neue Hauptspeise endlich wieder voller Elan zu den Gästen. Und wie kommt Holgers Frikadelle auf Kartoffelplätzchen mit Wirsinggemüse an? Also die Frikadelle war ganz toll. Weil ein Schmaus war es für mich, das war wirklich sehr lecker. Auch optisch besticht die neue Hauptspeise. Im Gegensatz zur jämmerlichen Version von vor 4 Tagen. Und auch die neue Ellie kommt gut an. Heute hatte ich den Eindruck, dass die Ellie sehr selbstsicher wirkte. Ellie ist auf jeden Fall einiges lockerer. Ich habe selber gefühlt, dass ich heute ganz anders drauf war wie sonst. Jetzt muss nur noch die Nachspeise überzeugen. Selbstgemachte Waffeln, Pflaumenkompott und Eis. Was meint die Chefin? Oh, lecker. Und ich sage dir, das ist auch ein Essen für Biker. Ja, super. Da muss ich dir tatsächlich recht geben. Gut. Ellie schmeckt's schon mal. Aber viel wichtiger, was denken die Testesser? Beim letzten Mal ist die Nachspeise voll durchgefallen.
Wenn man diese schöne Konstellation hier sieht, ist wirklich, ja, es schmeckt einfach sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Industriepampe AD. Ab jetzt gibt's bei Elli nur noch Selbstgemachtes. War anstrengend, es hat mich einige Nerven gekostet, aber ich habe auch viel gelernt und es hat Spaß gemacht. Mhm. Ja? Und ich habe erst einmal mit einer Köchin gekocht, die keinen Geschmack hat. Jetzt geht's ums Ganze. Die Tester vergeben erneut Punkte. Ich war nervös. Also ich habe Panik gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Bammel hatte ich. Ich war auch ein bisschen nervös. Ne? Gut, kommen wir zum Ergebnis. Punkte gegenüber von 14 beim ersten Testessen. Also das ist der Hammer. Elli und ihr Team haben das Ergebnis verdreifacht. Noch vor 4 Tagen mussten sie ein vernichtendes Urteil einstecken. Heute darf das neue Biker-Treff-Team einfach nur stolz sein. Jedes Gericht kratzt an der Höchstmarke. Und auch das Ambiente und der Service haben heute absolut überzeugt. Das Gesamtergebnis 42 von 50 Punkten. Sensationell. Du bist vor 7 Jahren hier hingekommen, dann ist dein Mann verstorben und dann warst du alleine. Und du musstest bis heute, 6 Jahre, alles alleine machen. Und das war bis heute zu viel. Ab heute bist du nicht mehr alleine. Du hast einen neuen, kompetenten, fachlichen Partner an deiner Seite. Und das ist dein neuer Küchenchef. Mit Koch Holger an der Seite hat Elli die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt total im Arsch. Ja? Und ich trinke mir jetzt erstmal ein richtig leckeres Pilz. Aber vorher drücke ich dich nochmal. Bis vor ein paar Tagen habe ich gedacht, ich muss zumachen. Da war kein Zweifel dran. Aber so wie es heute Abend gelaufen ist, habe ich gute Chancen. Und Frank Rosin wird stolz auf mich sein. Da kann man mal sehen, was man aus so einer Bikerkneipe alles machen kann. Und wenn die Elli mit ihren Mitarbeitern jetzt das umsetzt, was ich ihnen beigebracht habe, dann sage ich euch, dann wird das hier der Hotspot der Stadt.